Und da ist es endlich, ein neues Comic-Manga-Highlight. Das Monatsvideo ist am Start. Wir schauen jetzt mal zusammen, was die tollen Gäste wieder für interessante, spannende und auch vielleicht überraschende Titel mit am Start haben. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Ja, hi, Freunde der neunten Kunst. Mein Highlight für den Monat Mai, ganz klar, ein Werk von Neil Gaiman und von Colleen Doran, die als Zeichnerin hier fungiert hat. Snow Glass Apples, im Splitter Verlag erschienen und ich glaube hier auf diesem Kanal auch schon mal vorgestellt worden. Und das ist ein unglaublich tolles Werk, hat mich wirklich tierisch begeistert. Wir haben die Geschichte von Schneewittchen, genau, oh mein Gott, Schneewittchen, etwas anders erzählt. Und zwar, was wäre, wenn die böse Schwiegermutter gar nicht böse wäre oder war, sondern eigentlich Schneewittchen die Böse. Und Schneewittchen in dem Fall sowas wie ein vampirähnliches Wesen wäre. Das ist die Geschichte und wir haben wunderschöne Zeichnungen von Colleen Doran. Wir haben wirklich einen Genuss an Artwork, kann man echt gar nicht anders sagen. Jede einzelne Seite, jedes Panel ist einfach nur zum Zungeschnalzen und ich habe das wirklich geliebt. Eine gruselige, schöne und auch für Neil Gaimans Verhältnisse sehr straighte Story. Also jetzt nichts, wie man oft bei Neil Gaiman halt hat, wo man ja diskutieren müsste, worum es ganz genau geht und sehr viel interpretieren muss. Also die Geschichte ist wirklich straight. Also man muss jetzt nicht der riesen Neil Gaiman-Fan ungefähr dafür sein, der ich ja nun mal bin, aber das Optische ist hier wirklich überragend. Und ja, wie gesagt, die Geschichte ist trotzdem spannend, gruselig und kann ich wirklich nur euch absolut wärmstens ans Herz legen. Neil Gaiman, Colleen Doran, Snow Glass Apples, mein absolutes Highlight im Mai. Viel Spaß mit den anderen Empfehlungen noch. Moin Ingo-Fans, der Monat Mai. Diesen Monat fiel es mir relativ leicht, ein Topic rauszusuchen. Ich hatte zwei Superman Up in the Sky und Doctor Strange Fall Sunrise. Und zweiterer hat mich einfach so überfahren, so platt gemacht, so beeindruckt, dass ich ihn einfach wählen musste. Es ist nicht nur diese unbekannte, ungreifbare, fantastische Welt, die wir als Leser ab Seite 1 unbedingt erkunden wollen. Es ist dazu das meisterhafte Artwork, das skurrile, abgedrehte, abstrakte Artwork von Tread Moore, der diese Reihe schreibt und illustriert. Seine Frau Heather Moore koloriert das Ganze dann und der hat halt Layouts drauf, die suchen seinesgleichen. Das hier ist ein außergewöhnlicher Marvel-Titel, ein außergewöhnlicher Superhelden-Titel. Nicht nur in Bezug auf Marvel, DC, der kann wenig mithalten. Das sind Titel, die kommen generell schlecht an, wenn man über den Massengeschmack sprechen will. Das sind Titel, die verkaufen sich schlecht. Aber ich finde genau diese Titel, die künstlerisch so besonders sind für unseren Superhelden-Comic-Markt, und das ist nun mal das, wo ich mich am liebsten aufhalte, da liegt wirklich das Salz in der Suppe. Was der hier raushaut optisch, das sucht einfach seinesgleichen. Es ist eine Mythologie, die er hier aufbaut, die so fantastisch ist, die so durchdacht ist auf wenigen Seiten, dass dieses Worldbuilding so krass unterstützt wird, so abwechslungsreich ist. Das Facettenreichtum, was Tread Moore hier aufs Papier zaubert, in seinen Gedanken erschafft und kreiert, das ist nicht vergleichbar mit anderen Werken, die wir derzeit so auf dem Marvel- oder DC-Markt haben. Das ist keine Doctor Strange-Story, das ist etwas ganz Eigenes. Das kann man lesen, ohne dass man jemals einen Marvel-Titel in der Hand gehabt hat. Ja, wir kennen Doctor Strange und ja, gewisse Elemente aus seiner Origin werden aufgegriffen. Aber benötigen wir die wirklich? Nein. Haben wir die in der Art und Weise schon mal gesehen? Wohl auch eher nicht. Er gibt dieser Figur und der Reihe einfach einen Anstrich, den wir so wahrscheinlich noch nicht gesehen haben. Ich schätze Tread Moore enorm seit dieser Reihe. Schon vorher, aber diese Reihe ist so fantastisch gut. Es ist wieder eine Weiterentwicklung seines Artworks, in meinen Augen. Dementsprechend müsst ihr, wenn das hoffentlich auf Deutsch kommt, absolut dazu greifen. Wenn nicht, dann sind diese US-Hefte ebenfalls
ein Must-Have, um in eine unbekannte, fabelhafte, wundervolle Welt einzutauchen, die so viele Geheimnisse birgt. Das war Comic Inn, weiter geht's mit dem nächsten Highlight. Hallo zusammen, auch ich möchte euch heute wieder mein Comic-Highlight aus dem Monat Mai vorstellen. Und da musste ich gar nicht lange überlegen, das war definitiv der Jessica Jones Run von Brian Michael Bendis hier in dem US Omnibus mit dem DM Variant Cover. Ich finde übrigens mega cool, diese Optik hier mit diesen Briefmarken drauf und sowas. Das hat mir einfach super gut gefallen, auch wenn das Standard-Cover auch schön ist. Wie gesagt, das Ganze geschrieben von Brian Michael Bendis, gezeichnet im Hauptzeichner Michael Gatos. Es gibt auch ein paar Fill-in-Artists, die übrigens auch in die Story eingebunden sind. Also das sind dann oftmals Rückblenden oder spezielle Situationen, wo es immer sehr gut passt, dass da jetzt ein Zeichnerwechsel stattfindet. Warum finde ich Alias so gut, dass es mein Highlight war? Es waren drei Sachen. Erstens, coole Crime-Krimi-Fälle. Haben auch ziemlich starke Ed Brubaker-Vibes, also wer da Fan ist, ne, der wird hier auch seinen Spaß mit haben. Zweitens, die saustarke Hauptfigur Alias, Jessica Jones ist so gut geschrieben. Alias heißt das Ganze übrigens, weil es hat nichts mit der Serie mit Jennifer Garner zu tun, sondern weil ihre Privatdetektei, die sie hat und betreibt, Alias Investigations heißt. Also nur so, damit da keine Missverständnisse entstehen. Jessica Jones ist ein so interessant geschriebener Charakter. Sie hat liebenswerte Seiten, sie hat aber auch unsympathische Seiten. Sie ist auf der einen Seite mal eine coole Socke, dann ist sie mal wieder sehr verletzlich und labil. Das alles zusammen ist eine so interessante Zusammenstellung, dass man einfach wirklich mit diesem Charakter bondet. Und der dritte Part ist, Michael Gatos hat ein verdammt geiles Gefühl für Panel-Anordnung, was wirklich so gut zu dem starken Dialog-Writing von Brian Michael Bendis passt. Ja, also dadurch wirken die Dialogszenen so cineastisch und so dynamisch, wie ich es selten in einem Comic eigentlich, also so auf dem Level eigentlich fast noch nie so erlebt habe. Ja, also das ist wirklich toll. Also nur mal um ein Beispiel zu bringen, um das zu erklären, was ich meine. Wenn zum Beispiel eine Klientin ihr Anliegen schildert, dann wird das oftmals dargestellt, indem die Klientin so mit vier langgezogenen Panels oder drei auf einer Seite ihr Anliegen schildert und oben drüber oder unten drunter sind drei dementsprechend ganz kleine Panels drunter oder drüber gesetzt, die Jessica Jones zeigen, wie sie zuhört und wo man dann ihre Reaktionen daran erkennen kann. Ja, das ist nur ein Beispiel von ganz vielen ganz tollen kreativen Sachen und deswegen total spannend. Ich kann es wirklich nur jedem Krimi-Fan empfehlen und jedem Fan von saustark geschriebenen und toll in Szene gesetzten Dialogen. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche euch viel Spaß mit den anderen Highlights und sage ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Mich hat auch mal wieder ein Gastbeitrag erreicht. Der Comic-Micha hat mir geschrieben und vielen Dank, dass du hier wieder mal mitgemacht hast und ich trage seinen Beitrag einmal vor. Hallo Ingo, mein Highlight war 1629 von Xavier Dorisseau und Timothée Montant aus dem Hause Splitter. Es handelt sich um den ersten Band und man wird direkt in die Zeit katapultiert. Man befindet sich schnell auf einem niederländischen Handelsschiff der Ostindien Company. Die Umstände auf diesem Schiff sind nicht gerade die besten und man merkt, dass die Stimmung in eine andere Richtung kippt. Meuterei, Intrigen und psychische Spielchen stehen an der Tagesordnung. Ein bildgewaltiges Meisterwerk, was seinesgleichen sucht. Wer Abenteuergeschichten mit historischen Begebenheiten mag, ist bei diesem Werk gut aufgehoben. Zeichnung und Atmosphäre einfach klasse. Ja, vielen Dank, Micha, für deinen Beitrag und weiter geht's mit den Highlights. Hallo, liebe Zuschauer von 9. Kunst Comic Reviews. Mein Highlight im Mai, das war dieser dicke, fette Wälzer, nämlich die Avengers Collection von Kurt Busiek. Ihr seht es am Lesezeichen, ich bin noch nicht mal zur Hälfte durch und trotzdem ist das mein Highlight diesen Monat gewesen. Das spricht, denke ich mal, schon für sich. Vielleicht habt ihr ja schon mal ein Video von mir gesehen, dann wisst ihr vielleicht auch, dass ich nicht der größte Fan bin des aktuellen Avengers Runs von Jason Aaron, denn da fehlt mir ein bisschen was. Das haben wir genau hier drin, nämlich hier wird noch auf die Beziehungen der Avengers, der Teammitglieder untereinander eingegangen, auf ihre Befindlichkeiten, was sie so umtreibt. Das fehlt mir beim aktuellen Run. Und das haben wir hier noch
drin und ich finde, es ist für mich eine richtige Zeitreise. Ich fühle mich da zurückversetzt in die 90er, also richtig klasse. Das Ganze hat so ein bisschen Soap-Opera-Charakter und Zeichner waren hier mehrere am Start, aber ein Großteil hat der wunderbare George Perez gezeichnet, der mittlerweile leider verstorben ist. Und ich versuche mal ein bisschen was reinzuzeigen von den Zeichnungen. Ist gar nicht so leicht bei so einem dicken, fetten Ding. Aber ist auch großartig und es macht richtig Spaß. Das Ganze hat 1200 Seiten. Also es ist nicht ganz billig, aber man bekommt auch was für sein Geld. Und ist für mich wirklich großartig. Dieser Run, der spielt kurz nach Heroes Reborn. Da können sich vielleicht einige noch daran erinnern. Damals, als die Helden gestorben sind gegen Onslaught, wurden sie dann wiedergeboren. Und das Ganze spielt dann danach. Und Avengers bekommt es hier mit den Kree zu tun, mit Morgan Le Fay aus der Artus-Saga, der Squadron Supreme, Kang bzw. Immortus und ich denke noch einige mehr. Ihr seht auch, sind um die 40 Hefte enthalten. Also ist wirklich einiges, was man da bekommt. Tja, und jetzt wird es mich freuen, wenn ihr dem Ingo einen Daumen nach oben lasst, da lasst einen Kommentar und wenn noch nicht getan, ein Abo. Und jetzt muss ich Schluss machen, denn ich habe schon leicht überzogen. Ciao, ciao. Das mit dem Überziehen ist überhaupt kein Problem, Andi. Das könnt ihr gerne machen. Und schaut auch bitte auf den Kanälen und Webseiten von den anderen bitte mal vorbei. Die machen da echt tolle und geniale Inhalte. Lasst ihnen da ganz viel Liebe da. Abos, Likes, das würde mich mega freuen. Mein Favorit im Mai war Jene Tage, die verschwinden. Erschienen bei Crosscult. Die Geschichte dreht sich um Lupin, einen hervorragenden Athleten, Turner, der einen kleinen Unfall erleidet. Es ist gar nichts Schlimmes passiert. Bei einem Auftritt fällt er und schlägt ein bisschen mit dem Kopf auf. Erstmal nicht weiter schlimm, er sagt auch selber, es tut schon gar nicht mehr weh. Nur merkwürdig wird es, als er feststellt, dass er den nächsten Tag irgendwie verpasst hat. Na gut. Vielleicht war der Aufprall doch schlimmer als gedacht. Jetzt ist ja alles wieder gut. Denkt er zumindest so lange, bis der nächste Tag dann wieder fehlt. Und so entwickelt es sich immer weiter. Jeder zweite Tag fehlt er. Und seine Freunde stellen fest, diese Zeit verschläft er aber nicht. Er ist da. Er ist nur eine andere Persönlichkeit. Er nimmt Kontakt auf mit seiner anderen Persönlichkeit und ja, es entsteht ein Austausch, aber mit der Zeit entstehen auch Konflikte. Und es ist hier eine wirklich spannende, wundervolle Aufarbeitung des Themas multiple Persönlichkeiten. Allerdings, es gibt hier nicht diesen emotionalen Trigger, der dazu führt, dass die Persönlichkeit tauscht, sondern es passiert tatsächlich über Nacht, wenn er schläft. Das ist nicht krankheitstypisch. Dennoch wird darauf eingegangen, eben diese Persönlichkeiten, das ist alles Lupin, das ist alles sein Leben. Aber diese Persönlichkeiten, sollten sie nicht gleichberechtigt sein? Wer ist die führende Persönlichkeit? Wer hat ein Recht, weiter zu existieren? Welche Persönlichkeit sollte ruhig gestellt werden? Auch das wird alles hier drin thematisiert. Es ist unheimlich spannend, interessant und es wird sehr emotional. Auch eine Leseempfehlung für die, die zum Beispiel Moon Knight mit seinen multiplen Persönlichkeiten einen spannenden Charakter finden und eben sich vielleicht mit dem Thema multiple Persönlichkeiten nochmal auseinandersetzen möchten. Der beste Comic, den ich im Mai gelesen habe, war Crossover Band Nummer 2 und für mich ist das ein Anwärter auf den Comic des Jahres. Warum das so ist, darauf kann ich nicht wirklich so eingehen, ohne irgendwelche Momente aus diesem Comic heraus zu spoilern. Darauf möchte ich gerne verzichten. Deswegen will ich allen nur nochmal die grobe Prämisse der Geschichte in Erinnerung rufen. Und zwar geht es um alle Comic-Charaktere, die man sich so vorstellen kann, sind in der realen Welt gelandet. Und ja, die Menschen müssen sich jetzt damit ein bisschen arrangieren. Es gibt zwar eine große Kuppel, die um ja, diese Comic-Charaktere errichtet wurde, aber ab und zu tauchen doch ein paar Comic-Charaktere in der realen Welt auf und stiften dann Unruhe. Wer sich im ersten Band schon gedacht hat, Mensch, das ist ganz cool, und die ganzen Charaktere zu sehen und dann eine Geschichte da drum gesponnen, die wirklich sehr viel Spaß macht und die Comics einfach feiert, der wird mit diesem Band noch viel, viel mehr Spaß haben, denn hier geht's richtig ab.
auch auf einer Meta-Ebene. Ich sag's immer wieder, wer in den letzten 10 bis 20 Jahren Comics gelesen hat, dem wird das Ding hier absolut umhauen. Donny Cates schafft etwas, was nicht so viele Leute schaffen. Er verbindet alle Comics miteinander und zu einer grandiosen Geschichte. Und diese Geschichte hat Momente, die man, zumindest ich, noch nie in einem Comic gelesen hat. Nur wie gesagt, kann ich da jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich weiß jetzt nicht, wann dieses Video hier rauskommt, aber es könnte ungefähr so gleichzeitig rauskommen wie der Comic Club Nummer 27. Und wer da mehr zu diesem Band wissen möchte, dem würde ich doch einfach auf unser Video hinweisen. Auf alle Fälle möchte ich nochmal betonen, Crossover Band 2 ist eine absolute Wucht. Es macht super viel Spaß. Und wer nur ein bisschen was mit Comics anfangen kann, muss ich dieses Teil holen. Und weil es halt auch so auf der Meta-Ebene spielt und das macht einfach so viel Spaß. So, und das war's auch schon mit meinem Beitrag. Viel Spaß mit den restlichen. Mein Highlight aus dem Mai kommt diesmal etwas überraschend daher. Ihr könnt schon sehen, hier steht Batman, der Weiße Ritter, Band Nummer 1, der in der Fangemeinde sehr, sehr groß gehypt wurde, bei mir aber nur so, ja, sehr gut angekommen ist. Hier steht Band 3 und zwischen 1 und 3 kommt natürlich die 2. Mein Highlight ist der Fluch des Weißen Ritters. Ja, der zweite Band von Sean Murphys Universumsreise hier mit Batman. Und in Teil 1 hatten wir Jake Napier alias den Joker, der es geschafft hat, dass Batman bei der gesamten Bevölkerung und auch beim GCPD nicht mehr gut ankam, sehr schlecht dastand. Und hier in Band 2 versucht der Joker jetzt aus dem Gefängnis, also aus Arkham selber, zu agieren, ordert Azrael an, der Kreuzritter vom Orden Saint-Dumas, ne, die sehr fanatisch agieren. Und so muss Batman gegen jemanden kämpfen, der meint, er wäre eigentlich der passende Ritter für Gotham. Und während dieser Kampf stattfindet, hat Batman es, wie gesagt, sehr, sehr schwer, in der Bevölkerung noch gut anzukommen und dort ein gutes Gehör zu bekommen. Und was ich einfach so fantastisch an diesem Titel fand, waren auch diese Konsequenzen, die hier einfach mal drin stattfinden. Wir haben hier wirklich richtig starke Momente. Es kommen der ein oder andere wirklich hier auch zu Tode. Dieses Ding macht immer einen Schritt nach dem anderen, der immer ein höheres Pacing mit sich bringt. Die Vergangenheitsgeschichte, die hier drin ist, weil auch der Joker versucht, so an der Vergangenheit der Waynes so ein bisschen zu kratzen. Wir gehen hier mehrere hundert Jahre zurück. Und auch Batman muss diesem Geheimnis seiner Familienvergangenheit so ein bisschen auf die Spur kommen. Also mein Highlight von diesem Monat ist wirklich der Fluch des Weißen Ritters. Und ich freue mich jetzt umso mehr, wie dann hier Band 3 die Zukunft des Weißen Ritters denn ausgeht. Weil den werde ich irgendwann demnächst als nächstes lesen und dann werdet ihr wahrscheinlich davon hören. Ja, hallo Leute, es ist wieder soweit. Highlight des Monats. Ich habe schon fast verpennt. Der Ingo hat mich angeschrieben und dann habe ich auch gedacht, boah, es ist ja schon wieder soweit. Und ja, Leute, es ist bei mir Highlight des Monats das Ding hier nämlich geworden. Nämlich aktuell die Batman One Bad Day Reihe, die gerade aktuell ja bei Panini läuft. Da schnappen sich unterschiedliche Batman-Schurken. Und ja, das Ganze ist kein Kanon, alles eine Oldsworld-Story. Wobei ich hier sogar hoffe und teilweise steht es auch bald frei, dass vielleicht doch einiges doch Kanon wird oder nicht. Wie gesagt, man hält sich das Ganze hier frei. Das gute Stück hier wurde geschrieben, nämlich von John Ridley, gezeichnet von Giuseppe Gammancoli und Smith und Arif Prianto, denke ich mal, die Farben. Und die Zeichnungen waren standardmäßig gut, würde ich mal sagen. Die knalligen Farben haben mir sehr gut gefallen. Und vor allem die Story, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, dass das Ding mir wirklich so gut gefällt, wie es am Ende nämlich war. Nämlich eine gute Pinguin-Geschichte, die schön knackig in einer Story erzählt worden ist. Nämlich hier wurde der Pinguin seiner Macht, seine Stellung des Mafiosi-Untergrundbosses in Gotham, nämlich geraubt von einer gewissen Person, die jetzt die Macht hat und ja, aus Gotham verbannt worden ist. Und er will seine Stellung so zurückhaben. Und wie schafft er das Ganze? Er organisiert sich eine Pistole, eine Patrone und geht ab nach Gotham. Und das hat mir so gut gefallen, weil er ja nach und nach halb seine ganzen seine ganzen Leute, die er damals so hatte und Waffen, alles ein bisschen aufsammelt, bis er genug Macht hat und da reinstürmen kann und sich seine Stellung wiederholen kann. Das Geile aber wiederum dabei, fand ich, ist nämlich dieser gebrochene, nachdenkliche Pinguin. Das hat mir
richtig gut gefallen. Und das hat den Pinguin auch für mich nochmal eine Schippe höher gebracht bei den ganzen Schurken. Er bedenkt nämlich das Ganze, wie er damals mit seinen Angestellten umgegangen ist, mit seinen ganzen Lakaien, sage ich mal, und beginnt mal ein bisschen anders umzudenken, dass es eigentlich für ihn doch eine Familie ist, wie es am Ende hier rauskommt. Das hat mir sehr gut gefallen. Und die Thematik mit Batman, der zwar nicht oft hier vorkommt, aber wenn die beiden Gespräche führen, stand ich wirklich tatsächlich hinter dem Pinguin. Nämlich ist das Ganze so, dass gar nicht Batman so die Zügel unter Gotham hat. Natürlich eigentlich schon, ne? Sonst würden die Schurken ja machen, was sie wollen. Aber das Gleiche betrifft auch den Pinguin. Was ist eigentlich, wenn Pinguin gar nicht der Untergrundboss in Gotham ist? Da könnte ja jeder machen, was er will. Er zieht nämlich wirklich die Strippen, was gewisse Superschurken und die ganzen anderen Schurken so angeht. Und ja, beherrscht den Untergrund und Gotham nach seinem Belieben, dass jeder ein Teil davon beiträgt. Und das Ganze leuchtet auch irgendwie ein. Und die ganzen Punkte hier haben mich erstaunlicherweise einfach dazu gebracht, dass ich aktuell von dieser Batman One Bad Day Reihe Pinguin tatsächlich am stärksten finde. Weil der Riddler hat mich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht von Tom King. Dann habe ich noch letztens Mr. Freeze gelesen, der auch gut war, aber nicht so gut wie dieser Pinguin. Hey, im letzten Monat habe ich auch wieder einige Sachen gelesen, aber es auch endlich geschafft, das hier zu beenden. Das zweite Fables Compendium war wirklich sehr, sehr spannend mal wieder, war auch besser als das erste, so vom Gefühl her. Es gab ein bisschen mehr Drive, sehr, sehr viel Action, sehr, sehr viel Drama. Es ist allgemein eine der besten Fantasy-Eposse, das ich je gelesen habe. Ich bin immer wieder geflasht davon, was für tolle Ideen hier drin stecken und wie die Charaktere sich auch innerhalb der Geschichte weiterentwickeln. Ich finde auch toll, dass immer wieder Fokus gelegt wird auf andere Charaktere, die irgendwann mal in den Hintergrund geraten sind. Und so hast du immer wieder das Gefühl, dass es viel mehr Charaktere gibt, als du eigentlich denkst. Also ganz, ganz viele Charaktere kommen immer wieder neu dazu und das macht auf jeden Fall den Spaß und den Reiz aus an diesem großen Epos. Da war wirklich einiges im Mai wieder mit dabei. Super tolle Auswahl von allen und ich möchte mich wirklich bei den gesamten Teilnehmern hier auch einmal bedanken. Schön, dass ihr wieder als Gast mit dabei wart. Ohne euch würde es dieses Format nicht geben. Und wenn auch du Lust hast, hier mitzumachen, dann schick mir doch einfach per Mail oder auch per Instagram gerne einen Link für dein Video und dann kannst du hier mit in einem der nächsten Highlight-Videos auch dabei sein. Es würde mich sehr, sehr freuen und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß beim Comic- und Manga-Lesen. Macht's gut, haut rein, euer Ingo. Ciao.